Schwaden, liebe Motorsportmagazin.com Leser, liegen noch über Lützkampen. Lützkampen, das ist genau die andere Seite von der Grenze. Der erste Videoblock kam von der belgischen Seite. Heute sind wir auf deutscher Seite. Warum auf deutscher Seite? Weil aller Voraussicht nach die beiden McLaren Hondas von hier aus ins Rennen gehen werden. Wir haben zwar hier die Startaufstellung, da sind die McLaren auf 19 und 20, aber mit sehr, sehr vielen Sternchen versehen. Es gab eine regelrechte Wechselorgie bei den Honda-Aggregaten. Begonnen hat das am 21. August um 10.05 Uhr, das heißt am Freitag wurden die ersten Wechsel bekannt und ich gehe das jetzt mal nach der Reihe durch. 21. August 2015, 10.05 Uhr. Fernando Alonso bekommt eine neue ICE, also Verbrennungsmotor, Nummer 7. Jenson Button bekommt eine neue ICE, Nummer 7. Fernando Alonso bekommt einen neuen Turbocharger, Nummer 7. Jenson Button bekommt einen neuen Turbocharger, Nummer 8. Jenson Button bekommt eine neue MGUH, Nummer 8. Fernando Alonso bekommt eine neue MGUH, Nummer 7. Fernando Alonso bekommt eine neue MGUK, Nummer 6. Jenson Button bekommt eine neue MGUK, Nummer 7. Das war die erste Reihe. Dafür gibt es jetzt für Jenson Button eine Rückversetzung um 25 Plätze in der Startaufstellung. 10 Plätze für die Benutzung des 8. Turboladers, weil es das erste 8. Element war. Für jedes weitere gibt es ja dann nur noch 5. Das heißt MGUH 5, ICE 5 und MGUK 5 Plätze. Insgesamt 25 Plätze vorerst mal für Jenson Button. Fernando Alonso kriegt gleich 30 Positionen. 10 Positionen für die 7. eingesetzte ICE, 5 für den Turbocharger, 5 für die MGUH, 5 für die MGUK und zusätzlich kommt noch eine Steuereinheit dazu. Dann am 22. August, sprich am Samstag 11.05 Uhr, haben uns die technischen Delegierten mitgeteilt, dass Fernando Alonso ICE Nummer 8 einsetzen wird. Jenson Button setzt ICE Nummer 8 ein. Fernando Alonso bekommt Turbolader Nummer 8, Jenson Button Turbolader Nummer 9. Fernando Alonso MGUH Nummer 8, Jenson Button MGUH Nummer 9, Fernando Alonso MGUK Nummer 7, Jenson Button MGUK Nummer 8. Das Ganze resultiert dann in weiteren 25 Plätzen für Jenson Button, 10 Plätze für den 9. Turbolader, 5 weitere Plätze für 9. MGUH, 8. ICE und 8. MGUK. Fernando Alonso nochmal 25 Plätze für 10 Plätze für 8. ICE, 5 Plätze für 8. Turbocharger, 5 für die neue MGUH und 5 weitere für die neue MGUK. Macht insgesamt 55 Startplätze für Fernando Alonso, 50 Startplätze für Jenson Button, macht in Summe 105 Startplätze Strafe für McLaren Honda. Warum diese Orgie? Notwendig wäre der zweite Wechsel nicht mehr gewesen. Allerdings gibt es ja seit neuestem die Regel, dass Startplatzstrafen, wenn sie nicht abgesetzt werden können, nicht mehr mitgenommen werden. Im letzten Jahr wurden nicht abgesessene Startplatzstrafen noch bis zum nächsten Rennen mitgenommen. In diesem Jahr musste man dann im Rennen noch eine Strafe verbüßen, eine Drive-Thru-Penalty oder eine Stop-and-Go-Strafe. Das gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen hat sich McLaren gesagt, okay, das Rennen ist eh schon startaufstellungstechnisch richtig vermiest. Fahren wir doch gleich noch eine neue Power Unit schon für das nächste Rennen an oder für die nächsten Rennen. Jetzt hat man eine neue Power Unit mehr in der Zirkulation und hat sich somit quasi einen Vorteil erschlichen mit 105 Startplätzen Strafe gebracht. Hat es nicht wirklich viel, das Update von McLaren, von Honda, das hier kam. Immer noch hundsmiserabel unterwegs, Fernando Alonso und Jenson Button. Die beiden können einem fast leid tun. Ich glaube, ich war schneller durch Eau Rouge, durch den Berg hoch, als beim Laufen, als jetzt die McLaren gestern im Qualifying. Wir müssen noch eine Sache erklären. Es gibt nämlich, das wissen die meisten Leser wahrscheinlich noch gar nicht, ein Battle zwischen McLaren Honda und Pastor Maldonado. Es geht darum, wer die Kopierkosten der FIA stärker in die Höhe treiben kann. Denn die FIA verteilt an jeden Journalisten im Media Center immer solche wunderschönen Zettel, um die Dinge zu erklären. McLaren macht das Ganze mit MGUKs, MGUHs und so weiter, mit der Power Unit, mit Komponentenwechsel. Pastor Maldonado macht das mit Strafen, wo er alleine in Ungarn schon 3 angesammelt hat. Ich bin gespannt, was heute noch kommt von ihm. Aber gehen wir weiter vor in Grid, wobei Pastor Maldonado gar nicht so weit hinten ist.
Gehen wir weiter vor, gehen wir ganz vor, gehen wir zu den Mercedes. Das wird ja eine richtig spannende Nummer heute zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Im vergangenen Jahr in Spa, also vor genau einem Jahr hier, Krieg der Sterne. Nico Rosberg hat Lewis Hamilton einen Reifen aufgeschlitzt. Danach ging es ja erst richtig los im Titelduell. Ich glaube, Ähnliches können wir heute nicht erwarten, aber Nico Rosberg hat schon angekündigt, nicht unbedingt so zurückstecken zu wollen. Also das heißt, er fährt weiter hart, lässt sich vom letzten Jahr nicht beeindrucken und ich glaube, wir können uns auf ein spannendes Rennen freuen heute. Jetzt, ganz am Ende, muss ich vielleicht noch kurz Geburtstagswünsche an die Frau Mama zu Hause richten. Kann ja nicht da sein. Alles Liebe und unseren Lesern wünsche ich jetzt natürlich ein wunderschönes Rennen.